Hallo, ich bin Daniela und heute werden wir zusammen schöne Glitzerkugeln stricken. Wir benötigen natürlich einen Garn. Ich habe ein Durable Glam genommen. Das ist ein sehr schönes glitzerndes Garn. Und ja, da sieht man, wie festlich die Kugeln sind. Meine Prim Ergonomics, die liebe ich ohne Ende. Und da nehme ich zwei Stück vom Nadelspiel. Dann brauche ich natürlich Füllwatte, Stopfnadel und eine Schere. Am Ende der Durable Glam mache ich mir immer einen Knoten, weil wie man sieht, das ist so ein Fädchen, das würde sich sofort aufribbeln. Das passiert bei diesen Effektgarnen ziemlich oft, wenn die so eine Art Strickliesel-Zwirnung haben. Ne? Dann kann man sie nämlich schön auseinander trennen. Also nicht vergessen, Knoten machen, dann ist alles gesichert und der Faden ist wunderschön fest. So, wir schlagen 6 Maschen an. Zwei, drei, vier, fünf und sechs. Jetzt nehme ich die zweite Nadel und wir werden die ganze Zeit nur kraus rechts stricken, das heißt immer hin und her rechts. In der ersten Reihe werden wir alle Maschen verdoppeln. Das heißt, ich gehe von hinten in die Masche, stricke sie rechts, lasse sie aber auf der Nadel, gehe nochmal von vorne, hol die nächste Masche raus. Jetzt habe ich aus einer 2 Maschen und dann kann ich die von der linken Nadel runterfallen lassen. So nochmal. Einmal von hinten rechts und hinten lassen. Die linke nass lassen. Jetzt von vorne rechts und runterfallen. Und wieder in die nächste Masche. Einmal von hinten einstechen. Einmal von vorne einstechen und runter damit. Weiter einfach nach der Anleitung arbeiten, die Sie auf Ravelry unter Glitzerkugeln finden. Zwei Maschen zusammen, das heißt, ich gehe also nicht in eine Rechte, sondern in zwei Rechte gleichzeitig. Und ziehe den Faden raus und nochmal eine rechts, zwei zusammen, eine rechts, zwei zusammen. Und wieder weiter nach der Anleitung arbeiten. Ich kann eine Masche abheben, weil ich die schon gestrickt habe. Abkitten. Abketten, abketten und die letzten zwei kann ich gerne zusammenstricken, dann entsteht keine hässliche Treppe da, so zusammen und die Masche drüber. Damit hätten wir unsere Kugel fertig. Jetzt schneide ich mir aber den Faden nicht ganz nah dran, sondern ich möchte mit dem Faden auch vernähen. So, und obwohl sich das ein bisschen aufribbeln könnte, fasse ich das nicht an, sondern ziehe das direkt auf meine Nadel. Mache da jetzt keinen Knoten am Ende, weil sonst kann ich das nicht vernähen. So, und ich kann die letzte Masche fallen lassen, am besten so nicht. Schön durchziehen und festmachen. Und jetzt nähen wir das Ganze zusammen, lassen aber hier oben ein bisschen Platz, damit wir das noch stopfen können. So, das würde ich mir jetzt hier lassen zum Stopfen. Den Anfangsfaden kann ich da reintun, damit der nicht stört. So, jetzt nehme ich meine Stopfwatte und mache meine Kugel schön rund. Das sieht man schon, wenn man, sobald man anfängt, die zu stopfen, dann bekommen sie auch eine schöne
kugelige Form. So, schön fest vernähen und Faden einfach hängen lassen, damit wir etwas zum Aufhängen haben. Damit wäre unsere Glitzerkugel fertig. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal Maschenkunst abonniert und mir bei Ravelry ganz viele Likes gibt. Bis bald. Tschüss.